Liebe Stadtspiegelleser, ich freue mich, dass ich Sie heute in meiner Küche begrüßen darf. Ich habe mir einen Gast eingeladen, meine Freundin Katrin Butte. Wir beide haben gemeinsam eine Leidenschaft, wie das Kochen und ich das Essen, und ich freue mich drauf. Genau, und heute gibt es gute regionale Küche. Schnitzel, die liegen hier, von glücklichen Schweinen, solange wie sie gelebt haben. Die wird der Jürgen klopfen. Dann gibt es natürlich ordentlichen Blumenkohl aus der Region, hier gewachsen vom Biobauern, Kartoffeln aus der Altmark und ganz viele Eigelb an einer gelben Soße, das Geheimrezept meines Papas. Lassen Sie sich überzeugen, auf jeden Fall wird das Spaß machen. Und zuzusehen und wir essen. Heute machen, sind ja so kleine Schnitzel, nicht die klassischen großen, die werden ja aus einem anderen Stück Fleisch geschnitten. Heute machen ja ganz viele diese Minutensteaks als Schnitzel, so wie wir auch, braten wir wie Schnitzel. Und du hast ja extra gutes Fleisch besorgt, nämlich nicht von so einer armen Sau, die dann auch nicht schmeckt, wenn es auf dem Teller liegt, weil das wird das Stück so klein werden. Unseres bleibt so groß, wie es ist, weil es glücklich war, bis es geschlachtet wurde. Also gutes Fleisch, das hat schon was. Es schmeckt anders und die Pfanne sieht das auch, dass das ein anderes Fleisch ist. Das Fleisch aus der Region, ich denke mal, ist Top-Qualität. Auf jeden Fall. Von hier, aber auch die gelbe Soße dazu, zum Blumenkohl. Und zwar von meiner Großmutter ein Rezept und mein Papa, der kann das besonders gut. Ganz viel Eigelb kommt da dran und man braucht halt frische Eier, so wie das hier, weil wir wollen das nicht kochen, sondern unterziehen. Ein ganz milder, sahniger Geschmack wird dann nachher da draus. Sie werden sehen, das ist was ganz Besonderes. Klein bisschen noch mehr dazu. Wir wollen ja viel Soße. Ich liebe Soße. Das Hauptgericht ist fertig. Das Rezept findet man in der Printausgabe des Stadtspiegels Gardelegen und auf der Webseite des Stadtspiegels Gardelegen. Es sieht alles sehr lecker aus, ja Katrin? Aber selbstverständlich, gut gewendet und wir lassen uns das jetzt schmecken. Und ich hoffe, Sie hatten Spaß, um zuzugucken in der wunderbaren Küche von Jürgen, wie wir gekocht haben.